Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge. FF7 Rebirth. Das Spiel wird übrigens niemals müde. Prost. Deswegen 70 Stunden in Game Zeit. So, muss man mal gucken, ob wir nicht klar machen. Okay, PlayStation zeigt 75 Stunden an. Ah, PlayStation irgendwie 5 Stunden Verzug oder was? Oder die rechnen die Demo mit drauf. So. Gestern wurden wir ja dann trümmerbrüchlich der Amst. Oh, wir haben ja heute die Kampfmission. Nach der Kampfmission machen wir die Nebenmission. Kampf 1, 2, nee, oder 5, 6. Was, Mann, irgendwo muss doch ja der 1 sein. Will mich verarschen? Wahrscheinlich schon ganz, oh, ich wollte gerade sagen, ganz oben irgendwo. Naja. Dann gehen wir mal dorthin. Mach. Ich hoffe nicht, dass das wieder Rest in Gonkara, selbst mit Nebenmissionen, längere Videos, wie man leben kann. Aber was soll ich euch sagen? It is what it is. Und ich liebe dieses Spiel, ich liebe diese Welt und ich liebe Final Fantasy. Ja, im letzten Video habt ihr gesehen, wir haben fast aus Versehen in der Story weitergegangen und Flugplatz. Was jetzt nicht mein Ziel war. Preis-Leistungs-Tafel braucht man bei dem Spiel gar nicht mehr gerne. Also wenn du davon ausgehst, dass die Leute das standardmäßig für 60 oder teilweise gab es ja für 50 Euro sogar schon oder 55 vorher am Angebot. Also wer sich hier aufregt, kann ich nicht verstehen. Hier kriegst du so viel Spiel fürs Geld. Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Und es ist wunderschön. Ja, wir haben jetzt nach 70 Stunden. Ja, meine Kumpel sind alle ein Stück hinter mir. Ja, ich meine, so lange ist das Spiel jetzt noch nicht draußen. Man muss fairerweise sagen, ich habe gottlos reingesuchtet. Ja, in den, oh Gott, 10, 14 Tagen, was gibt's jetzt? Das hat mich ja auch gefreut. Wie so ein kleines Kind. Mai ist cringe. Wenn ein Item was uns schützt davor. Ach nee, ja. Dürfen uns ja nie einen Frosch verwandeln lassen. Jetzt automatisch in den Super.
Nee. Ja, also wenn wir das wieder in Etappen machen. Ich hoffe, die Gegner erledige alle mal das Setting. Ja. Vielleicht haben wir Glück. Als seltene Spezies des Küssmichs, die sich da Rumpfzeit befindet, die stößt zusammen mit ihrem Quark ein spezielles Pheromon aus, das eine Vielzahl an Lebewesen in eine Traumwelt entführt. Nutze die elementare Schwäche aus, ja, natürlich. Ja, gut, das war's komplett, ist mir aber jetzt scheißegal. Dass wir da quasi kein Gestalter sind. Dann machen wir es jetzt schockanfällig. Scheiße. Oh Gott, die sind aber wirklich. Bitte sprechen. Das macht bleiben. Ja schon beim Zuschauen wie. Oh. Also, die haben ja. Meine Fresse, visiert doch den Gegner einfach an. Oh, aber damit haben wir noch nichts mit Eis? Scheiße. Ich glaube, wenn das sogar durch ist, dann. Ich bin jederzeit bereit, falls jemand So, lass dich nicht in einen Frosch verwandeln. Wie können wir das verhindern? Da bräuchten wir einen Zauber, der uns vor Frosch schützt, ne? Oder wir nehmen halt nur Fernkampfleute mit rein. Da kann ich Kampf einstellen und kann ich Kerl komplett rausnehmen. Und Kerl ist festgelegt. Klar, gehen wir gleich mit Eis rein. Oh, wie? Oh, fick die Scheiße.
wird kalt. Jetzt! Nicht übertreiben. Ja, Gott im Himmel, ey. So, lass mich mal überlegen. Ja, das war wieder komplett. Weil wieso rücken doch noch drei Gegner und warum? Du kannst überhaupt ist die Kotze Duelle nicht gefallen, wie du geworden bist. Jetzt oder nie? Ah ja, das ist ein guter Film. Nicht übertreiben. Übernimm du. Jetzt kann ich dir das sagen. Ich kurz echt Angst auf den Sprechen. Du kannst nicht direkt drauf gehen. Vor allem immer sterben die direkt und immer nicht. Was ist das für eine Logik? Barrett wurde in den Frosch verwandelt, aber es zählt für uns gerade nicht. Zählt das auch? Das ist ein dummes Stück Scheiße. Vielleicht gebe ich dann einfach ein.
Jetzt hab ich ihr das an. Ihr macht das aus! Wo ist ein A? Oh, Poststufe 3. Nee, Cloud hat direkt selber Bock in Boss. Kriegen wir Luft? Gut, dann haben wir das noch nichts. So, jetzt kommt Blut raus. Werbe sehen, Leute. Ging auch ohne Esther. Hey, Insel, I'm from Germany. Ah ja, hat so French in Ehr geschrieben. Ja. Das wird so eine Bot sein, wahrscheinlich. So, dann nehmen wir noch den Loot mit. Also wie gesagt, Gruppe auseinanderziehen ist hier das Geheimnis und scheiße, dann nehmen wir echt schon wieder seit 18 Minuten noch. Ich kotze doch ins Essen. Quackoponie des Grauens, so, das war's. Das war's echt. Tja. Ich hoffe nicht, dass ich hier jeden Jagdauftrag ein einzelnes Video machen muss, aber es macht quasi keinen Sinn. For real, jetzt hier nie in quasi zweites Video zu machen. Weil da haben wir dann zum Schluss wieder in sonst was, wie langes Video? Was Game. Was bringt, was Scanner wahrscheinlich anguckt dann? Also echt, ich hoffe, dass dieser Beleuchtungspatch das. Leck mich. Sind ja das Ding zum Pennen, Mann. Ja. Gute Soda Stream Blut Orange. Ne, wir gucken mal vielleicht ganz 30 Minuten, wie das Spuk jetzt das Video vielleicht mit reinknüppel. Nimm mal satte Vegetation. Wobei, das klingt schon fast nach Mobile.
Oh. Schaffen. Pollenzahn. Glück, Feuerwaffe. Nee, auch wieder. Seltene Spitzhacke. Deren Rinde durch Mutation feuerfest geworden ist. Ah. Sie erhöht die Sauerstoffkonzentration ihrer Umgebung und versprüht brennbare Partikel, um sich nähernden Feind mit Explosion außer Gefecht zu setzen. Verursacht eine bestimmte Menge an Schaden, um dieses Unkraut schockanfällig zu machen. Wie der es möglichst schnell, um den Einsatz von Frühblöcken zu unterbinden. Das war wieder komplett. Moment. So, dann starte ich jetzt hier. Wir machen das nicht wieder. Und wieder Eisbar. Gut, hier können wir wahrscheinlich nicht umfinden. Oder? Oh, selber. So. Wunderbar, so wunderbar wie noch kein Wunderbar. Pappne Friends. Ich will so Pause machen können, aber nee. Für dieses Video haben wir es erstmal wieder. Ja, doch schneller wie gedacht jetzt, die zweiten Gegner. Wie gesagt, immer elementare Schwäche ausnutzen, ganz wichtig. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hier oben in der Ecke. Abo da lassen. Support Scanboard. Bis dahin. Ciao.